Und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wie versprochen habe ich auf euch gewartet, um die Städteentwicklung mit euch voranzutreiben. Und wir gehen zum ersten Mal seit langem wieder auf dem nordamerikanischen Kontinent hin und her und können sogar die erste Stadt besuchen. Liberita. Hallo, du bist zum ersten Mal in Liberita. Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. So wie er hier zum Beispiel. Im Westen liegt der reißende Colorado. Wir wollten eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. Oh je. Und wer bist du? Ja, ist gut. Hey Bruder, wie siehst du denn aus? Krach mit der Freundin, hm? Freund der Nacht, ich werde dir was zeigen, das dich aufheitert. Danach sagst du mir die Meinung. Einverstanden? Yo, Mann. Ja, bei diesem Schauspiel dürfen wir jetzt dabei sein. Gut, reicht auch wieder. Hör auf. Ja, sowas zieht sich denn immer ein bisschen in die Länge, aber machen wir halt mit. Super, hast du toll gemacht. Na, wie war's? Geht's dir besser? Und ob? Wow, coole Show. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich wusste es. Die Skateboard-Kunststücke hauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff. Dann kommst du also von weit her. Hey, wie wär's? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber. Sei nicht so. Nur ein Sprung. Na gut, beim Reden schon. Deine kleinen Kumpel? So ungefähr. Komm mit. Ja, wo auch immer er jetzt hingeht, wir folgen ihm. Hallo. So, auf geht's. Wir haben einen Gast, kommt alle her. Ich möchte euch jemanden vorstellen, er kommt von weit her. Los, Kinder, kommt her. Es gibt noch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier. Von links Angie, Wolfie, Harry, Annie. Hey, wo ist Anita? Harry, Anita sucht draußen nach Will. Was? Aber sie ist noch so klein. Oh mein Gott. Hör zu. Ich werde nach Anita suchen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, aber du hast ja gehört. Warte eine Weile. Oh gut. Nee, garantiert nicht. Lauter Kinder. Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Ah. Schön. Gibt also schon Flugzeuge. Was haben wir denn hier? Eine Kneipe. Wir reservieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Bourbon ist nicht schlecht, aber ich bevorzuge etwas Erfrischendes. Naja, wenn das so ist, ich glaube, ich habe hier noch ein Tröpfchen in der Tasche. Ausgerüstet. Was ist denn in dieser Flasche dort? Darf ich mal? Ja, Prost. Na klar. Koste. Es ist köstlicher Wein aus Loire. Cool, schenke ein. Ah, fabelhaft. Ein einzigartiger Genuss. Ich glaube, das Zeug wird sogar Frauen schmecken. Ein Hochgenuss. Nur? Dies ist ein freies Land. Was ist dabei, mal zu trinken? Was? Du bist mir aber ein Faulenzer. Geh lieber wieder an die Arbeit. Ha, ha, ha.
Ja, okay. Eine schöne Stadt. Ich glaube, hier wird es uns gefallen. Aber groß ist sie dennoch nicht. Wir müssen ihr helfen, größer zu werden. Haben wir hier noch was Schönes? Drei Mädels. Wenn es um Mode geht, sind wir ziemlich pingelig. Du hast ja so recht. Wir sind die Trendsetter in Sachen Mode. Du hast ja so recht. Zeigst du uns etwas? Das uns gefällt, werden wir dich belohnen. Okay. Ich habe hier doch irgendwo Kostüme gehabt. Genau. Möchtest du das anwählen? Ja, ausgerüstet. Grande Madonna. Wo hast du diese Klamotten her? Traumhaft. Gibst du sie uns? Sicherlich. Also wenn ihr sie unbedingt haben wollt, nehmt sie in Gottes Namen. Oh wow, wirklich, Yippie, Yahoo! Bitte nimm das. Vielen Dank, Süßer. Diese wird mit Küssen bedacht. Oh, sein Blutdruck erreicht ungeahnte Höhen. Ja, und wenn wir jetzt einmal rausgehen und wieder reingehen, sehen wir sogar, dass sie sich umgezogen haben. Sieh nur, die Kleider, die du uns gegeben hast, sie passen wie angegossen und sind total cool. Du hast ja so recht. Ja, die Mädels. Hammer geil. Was war hier? Hatten wir hier schon reingesehen? Ich weiß das gar nicht mehr. Tom. Hi Tom, ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen und ich belohne dich. Oh Gott, haben wir schmackhafte Speisen? Ich glaube nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir gucken hier nochmal rein. Sam. Hi Sam. Hallo, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Klar. Was ist dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim. Aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Das, was er da liegen hat, kommt mir bekannt vor. Und auch der Name Sam. Ja, es handelt sich tatsächlich um Alexander Graham Bell, der das Telefon erfunden hat. Aber damit er das erfindet, müssen wir ihn noch ein wenig unterstützen und natürlich seiner Bitte Folge leisten. Also, ich glaube, der Bell, der hat das gar nicht wirklich erfunden. Denn 1860 gab es ja schon das erste Telefon aus Italien und 1863 kam ein Gerät zur Übertragung von Tönen raus. Erst 81 hat Alexander das erfunden. Von daher kann ich mir kaum vorstellen, dass man sagen kann, er ist der große Erschaffer. Absolut nicht. So, wer bist du? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Klein schneiden oder braten? Schneid sie mal klein. Du solltest sie klein schneiden. Klein schneiden? Das probiere ich. Schön. So, wir gehen einmal raus und wieder rein. Ich habe deinen Rat befolgt, aber irgendwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Mach eine Soße oder Tabasco dazu? Eine Soße. Warum machst du nicht eine Soße dazu? Soße? Gute Idee. Das werde ich probieren. So, und dann müssen wir sie natürlich auch gleich mal selbst probieren. Die klein geschnittenen Würstchen in Soße. Ich habe einfach ein paar Würste klein geschnitten und fertig war es. Mein Würstelgulasch ist sehr beliebt. Komisch. Ja, schön. Kriegen wir kein Würstelgulasch? Ich will auch welches. Idiot. Na, wer bist du? Eine Nachricht. Für mich. Was? Von Sam? Oh Mann, der Typ scheint mich noch immer zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund, sagt es Sam. Hallerö! Ja. Oh je. Na, solche Affären hier. Hätte sie ihm auch selbst sagen können. Aber es gibt ja noch kein Telefon.
Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Ach, die Arme. Jetzt lebt sie ganz alleine in Seeheim. Ist hier noch irgendwas Schönes? Gute Güte. Die ist nicht ganz dicht, die Alte. Dann gehen wir mal hier rechts lang. Wer bist du denn? Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Es wird schwierig werden, die trägen Menschen hier zu motivieren, aber sie müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt frei entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 10%. Na, immerhin, wir haben schon mal 10% damit geschafft, dass wir das Würstelgulasch erfunden haben. Juhu. Oh, hier sieht's ja aus wie bei mir zu Hause. Gucken wir mal. Was ist das? Sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen. Test des Prototyps 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt noch. Doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Okay. Und wer bist du? Nein, bitte, schlag mich nicht. Ich suche Will. Was? Du bist ein Freund von Perry? Das ist schön. Ich habe mich um Will gesorgt. Ist Perry sauer? Ja. Gehst du nach Hause? Will ist weg. Ich weiß nicht, wo er steckt. Was haben wir hier? Wieso erhält Blech? Na, so ein Pech. Juhu. Wir haben Blech. Ach, schön. Das gute alte Seeheim. Und soll ich euch mal was sagen? Seeheim ist Chicago. Ja, glaubt kaum einer, aber ist wirklich so. Warum werdet ihr in der Zukunft der Geschichte noch sehen? Es benennt sich nicht um, leider nicht, aber gibt schon seine Gründe. Gehen wir noch einmal zu Alexander Graham Bell, zu Sam, und sagen ihm, was seine Freundin uns erzählt hat. Hallo, wie geht's? Hast du Amanda getroffen? Wie geht es ihr? Die Wahrheit oder Spindel? Ach, ich bin ja immer so ein Freund der Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, sie liebt einen anderen. Wie bitte? Oh, Amanda, was hab ich bloß falsch gemacht? Danke. Ich werde jetzt in die Kneipe gehen und einheben. Ja, und damit ist er verschwunden. Jetzt sitzt er irgendwo in der Kneipe und kippt sich einen hinter. Hier vorne, wo wir die alte schon abgefüllt haben. Hat sie eigentlich noch was zu sagen? Fabelhaft, das muss ich allen meinen Freundinnen erzählen. Tu das mal. Gut, er möchte nicht mit uns reden. Ich kann es auch irgendwo verstehen. Ihn hat seine Freundin verlassen. Wir haben ja auch unsere Freundin verlassen. Ach, ein trauriges Schicksal. Nein, da muss er durch. So. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir stehen hier. Ey, wer bist du? Bisher haben die reißenden Fluten immer meine Brücke zerstört. Ich brauche stärkeres Holz, das dem Wasser widersteht. Man sagt, dass es im Wald nordwestlich von Seeheim gutes Holz gibt. Doch ich hörte, dass dort Dämonen ihr Unwesen treiben. Aha. Nordwestlich. Das heißt hier oben irgendwo. Ah ja, hier muss es sein. Wind. Ein toller Name. Was haben wir hier? Und wir haben einen Holzklotz gefunden. Und davon müssen wir, ich glaube, 9, 10 oder so finden und abgeben. Irgendwie so war das, ja. Wir gehen jetzt also einfach einmal raus. Und wieder rein, können das nächste Stück Holz holen.
Sehr schön. Ich glaube, das war jetzt schon der vierte. Haben wir den hier mitgenommen? Ja. Sehr schön. Und normalerweise ist es so, wenn man die Gegner bezwungen hat, dann verschwindet auch dieser komische, riesige Holzklotz. Und man sieht das denn auch dort liegen, aber warum erst noch durch den Bildrand hin und her hüpfen? Und warten, bis die weg sind, wenn man sowieso weiß, dass die da sind. So, jetzt haben wir schon mal 4, 5. Und das sechste Stück. Wir sammeln fleißig weiter, um die Brücke bauen zu können. Das kommt uns nur zugute, glaubt mir. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Zeit damit verplempern. Jeder, der es nicht mag, hat Pech gehabt, denn am Ende des Parts gehen wir noch irgendwo anders hin. Haha, ich zwinge euch, den Rest des Parts zu sehen. Nein, keine Sorge, alles gut. So, dann haben wir jetzt 8. Und im Prinzip können wir sowieso nur noch ein Stück Holz tragen. Gehen ja immer nur 9 auf einem Platz, das ist das Problem, auch bei den Wunder- und Heilknollen und Götterknollen. Ich würde ja gerne mehr tragen, aber ist leider nicht der Fall. Gut, gehen wir raus, gehen wir runter zur Brücke. Ich hoffe, er will nicht noch mehr. Wir sind wieder da. Ja, vielleicht müssen wir das Holz auch erst auswählen. So, entschuldige, aber wo hast du denn den Holzklotz her? Er eignet sich ideal für die Errichtung einer Brücke. Bitte, kann ich ihn haben? Ja, natürlich. Nimm ihn, ich helfe gerne. Was? Du hast mehr Holz aufgetrieben? Er eignet sich ideal. Gut, dann klicke ich mich jetzt einfach mal hier durch. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie viel er braucht, deswegen kann es jetzt wirklich ein wenig dauern. Ungefähr genauso lange, wie das Holz zu besorgen. Ach. Achso, die Brücke wird hervorragend. Warte es ab, wir sind schon fertig. Ja, na gut. Dann gucken wir jetzt wieder, er müsste die Brücke fertiggestellt haben und das hat er auch und er hat uns sogar einen Kristall als Dankeschön dagelassen. Und dann können wir auf die andere Seite hüpfen, yay! Bevor wir uns nachher um Will kümmern, der dort oben noch irgendwo festsetzt. Wir sind jetzt wieder am Colorado, in Colorado und ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber hier haben wir Sanctum mit den Vögeln. Dann müsste hier oben Greglyph sein. Ja. Und wir sind also wieder am Schauplatz der alten Kämpfe angekommen. Aber viel gibt's hier nicht. Wir sind auf dem Weg nach Südamerika. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Nö, nö, nö. Wir machen jetzt erstmal die Sache mit Will. Ist hier noch was? Ja. Aber ich glaube, da haben wir auch schon in einen der ersten Parts reingeguckt. Ja. Davon habe ich schon reichlich. Genau. Hier waren wir schon. Aber es ist schön, wenn man auch die Städten, die man schon einmal besucht hat, wieder besuchen kann. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Freiheit. Ja, wenn es immer nur linear weitergeht und immer wieder ins neue Gebiet und das alte alles abgeschlossen, kommst nicht mehr zurück. Das ist so... Also möchtest auch so ein bisschen Nostalgie im Spiel haben und die hast du damit eindeutig. So, hier ist Seeheim. Und wir gucken einfach mal, an einem der Seen soll er sein. Man kann natürlich nicht in jedes Gebiet hin. Denn hier zum Beispiel passiert nichts, wenn wir hier rumlaufen. Nee. An keinem der Punkte. Und deshalb gucken wir einfach mal in diese Höhle rein. Willkommen an der Höhle. Ich warte gerade auf meine Verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Liotto. Ich kann es kaum erwarten.
Das heißt jetzt, du lässt mich nicht durch. Oh. Da werde ich sauer. Gut, er lässt uns nicht durch, er lässt uns einfach nicht gewähren. Und das hat auch seinen bestimmten Grund. Nana, ich will nicht spoilern. Nein, ich will es nicht. Gut, wir gehen schlafen. Vorne haben wir gleich ein Hotel. Du willst also bleiben. Das kostet 10 Taler. Das rechte Zimmer. Ja, ist ja gut. Das ist das Schöne. Also wenn ihr keine Wunderknollen und sowas ausgeben wollt, legt euch einfach schlafen. Mensch, 10 Taler kostet das nur. Eine Wunderknolle kostet weitaus mehr. Und ihr seid trotzdem voll geheilt. Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Menschen werden sich hier niederlassen und neue Ideen haben. Das wird unsere Kultur sehr stark beeinflussen. Das gesamte Land wird durch die Entwicklung dieser Städte geprägt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ja, wir haben auch im Prinzip nur, ich glaube, Loire geholfen. Ja, ja, mit den Kleidungsstücken und dem Wein. Genau so. Und wir werden auch garantiert irgendwann nach Loire zurückkehren. Musste gerade mal was trinken. Boah. Bin schon fix und fertig hier. Liebe Rita. Schön, schön. Gut, gucken wir mal hier unten nach. Am Hafen. Ich bin Matrose. In jedem Hafen wartet eine andere auf mich. Toll. Aber hier ist nichts, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir weiterkommen oder was wir machen sollen. Wir werden deswegen einen ganz anderen Weg einschlagen, nämlich den, den wir vorhin schon gelaufen sind, und nach Südamerika schauen. Über den Colorado River. Nach Süden, genau. Und dann gucken wir uns mal in Südamerika um. Wenn uns eben keiner freiwillig sagt, wo es lang geht, dann bahnen wir uns unseren eigenen Weg. Guyana. Auch hier waren wir, als wir die Pflanzen befreit hatten. Da ist sogar noch eine von ihnen. Ja, sie können ja nicht mehr mit uns reden. Ach, das ist das Einzige, was man so ein bisschen bedauert in diesem Spiel, dass irgendwie einiges abgeschaltet wird und die komplette Nostalgie nicht bleibt. Der Amazonas. Ah, da oben haben die Menschen eine Brücke gebaut. Hier unten müsste die Erdspalte sein oder Lumina. Ich glaube, Lumina ist da. Und eine neue Stadt. Willkommen in Leato. Riva! In Leato ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Das werden wir. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Da hast du recht. Meiner Meinung nach eine der schönsten Städte, auch wenn sie mir von der Geschichte her auf die Nerven geht, aber das ist völlig egal. Oh, hier kann man einen Kristall verdienen, wenn man es schafft, alle Katzen abzuwerfen. Das machen wir auch nochmal eines Tages. Hast du Lust auf mexikanisches Essen, lecker? Nur 10 Taler pro Spezialität. Nein, danke. Wirk? Dir wird schlecht davon? Dann ist es besser nicht. Nee, das ist ein guter Ratschlag, den werden wir gleich befolgen. Wir werden uns weiter umsehen in der Stadt. Ich meine, ist ja schön, ne? Wer bist du? Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Das haben wir schon mal gehört. Und, oh nein, die schon wieder. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Na gut, aber jetzt beruhig dich wieder. Oh Mann, los jetzt, auf zum Karneval. Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt haben wir die an der Backe. Oh, hier gibt's Melonen. Früchte gegen den Durst. Äpfel nur 8 Taler und Melonen 12. Na, dann nehmen wir Melonen mit. Ich bin durstig, ich kaufe eine. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Lecker. Ja, und natürlich gibt es auch Eis, es gibt alles, was ihr haben wollt. Könnt ihr euch hier dumm und dusselig... Oh,
Oh, wie romantisch. Jetzt weiß jeder, wo wir sind. Wir sind in Rio de Janeiro. Aber irgendwie stimmt was nicht. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Es geht so. Totaler Quatsch. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Ja. Aber vielleicht doch etwas übertrieben. Psst. Sei still. Bisu, du bist wohl nicht besonders romantisch. Nein. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu. Es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Bisu. Und wenn ich schon jemand liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar, Bisu. Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Leute, geht gar nicht. Da würde ich schon aus Trotz sagen, ja, tut mir leid, nicht mit dir. Auch wenn sich das jetzt so ein bisschen hart anhört und die Mädels, die weiblichen Fans mit einem Mal sagen, oh, so ein Arschloch. Das ist mir vollkommen Wurst. Gut, Mutter ist zum Karneval gegangen. Mutter ist immer nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Ich will dir keine Gesellschaft leisten, ich will schlafen. Ja, damit haben wir dann mal kostenlos geschlafen, auch schön. Und wir haben es mitten in der Nacht in Liotto. Der Karneval ist immer noch am Laufen, die Musik ist toll und wir gucken mal, was sie jetzt sagt. Bisu? Bisu? Hä? Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Bisu, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Christa. All das bedeuten mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Bisu. Ich möchte mit dir zusammen sein, Bisu. Bisu, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Bisu, dein Herz ist bereit zu vergeben. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Wow. Also ich muss sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt eben einen Teil nicht vorgelesen habe, aber ich hatte solche Gänsehaut, ich war gerade so emotional drin in dieser Szene, dass mich das Ganze so ein bisschen rausgeworfen hat. Ja, wir haben jetzt gerade gemerkt, dass Mylin wütend auf uns ist, weil wir immer noch in unsere Melina verliebt sind und sie wiederzusehen, das war schon wow. Ja, es ist hart, ein hartes Schicksal. Aber auch da müssen wir durch. Das geht gar nicht anders. Was haben wir hier noch Schönes? Oh. Ach so, das ist ein Rennspiel. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, eine Möwe. Zwitscherfiep? Fiep, fiep, Treller? Zwitscherpieps oder Zwitscherpieps? Was machen wir? Zwitscherpieps. Also diese Möwe bringt uns jetzt irgendwo hin. Wir können garantiert mit der Möwe auch wieder zurück. Aber wo sie uns hinbringt, das weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe nicht nach... Bitte nicht nach Sanctum. Nee, ganz woanders hin. Oh. Oh, ins Eisgebiet nach Grönland. Hm.
Na, das ist mal interessant. Okay, dann gucken wir uns mal in Grönland ein wenig um. Hier ist ein Gebäudekomplex und hier geht's in eine Höhle. Nun, ich hatte eigentlich vor, mit der Möwe gleich wieder zurückzufliegen, aber da sie mich nach Grönland gebracht hat, warum nicht gleich ausnutzen? Hier ist Geld drin. Mehr finden wir nicht. Erinnert wieder so ein bisschen an Eklemata. Grönland. Ja, mehr ist hier auch nicht. Also wir können jetzt nur noch in diesen Gebäudekomplex rein. Gucken wir mal, was es hier gibt. Pinguinea. Yay! Wir sind in dem Land der Pinguine. Glub, glubschi, glub. Aha. Glubsi, glub. Aha. Glubsi, glub. Irgendwas schwant in meiner Erinnerung, irgendwas bahnt sich an. Ich glaube, wir hatten doch die Orchideen bekommen und da hat das Mädchen zu uns gesagt, ein Pinguin und ein einsames Mädchen kann man damit wieder glücklich machen. Glupsi glups. Mal sehen, ob wir den Pinguin finden. Bist du der Pinguin? Glupsi glups. Okay, hier ist niemand. Ah, wir müssen immer wieder rauskriechen, ist ja süß. Und wer bist du? Glupsi! Glupsi! Wieso verliert die Orchidee? Im Gegenzug erhält er den Mondstein des Pinguins. Hä? Oh, jetzt hat er ihr die Orchidee geschenkt und sie lieben sich. Glupsi glup. Glupsi glup. Okay. Ach, ist das schön. Ja, das war auch so ziemlich das Einzige, was wir hier in Grönland zu tun hatten. Wir verabschieden uns damit von Grönland. Ich denke mal, für immer. Fliegen wieder mit der Möwe zurück. Zwitscherfiep. Fiep, fiep, Trella. Zwitscherfiep. Auf geht die Reise zurück nach Südamerika, zurück nach Leoto. Dort haben wir nämlich unseren Auftrag fürs Erste erfüllt. Wir hatten Mylène getroffen und als Nächstes werden wir noch einmal in den Hafen schauen. Und wenn es da nicht weitergeht, dann geht zurück nach Nordamerika und auf die Suche nach Will. Aber es muss, wir kamen ja gar nicht in die Höhle rein. Hatten ja gar keine Chance. Der Amazonas. Leoto. Haben es alle kapiert? Wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand zu, die Monster zu bekämpfen? So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm, was? Naja, wir trauen uns zu. Wir trauen uns alles zu und das sehen wir dann im nächsten Part, wie wir uns zutrauen, die Monster zu bekämpfen. Ich freue mich auf euch, vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.